Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin, Leute. Heute geht es weiter. Länderspielpause. Nummer 2, heute gegen die Elfenbeinküste. Eure Tipps, was denkt ihr, wer gewinnt? Hashtag Italien, Hashtag Elfenbeinküste unten in die Kommentare. Ich hoffe mal, ihr seid für uns. Ich denke mal, das sollte auch möglich sein. Ist auch nur ein Testspiel, ja. Also von daher, naja, jetzt nicht das allerwichtigste Spiel, aber Vorbereitung für die WM läuft, ja. Also von daher wollen wir natürlich hier das Bestmöglichste geben, Leute. Wir starten vorher mal in die Trainingseinheit. Lasst mir mal gerne ein Like da, lasst mir mal gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen. Und wenn ihr Lust habt, auch noch täglich einschalten, ja, bin immer am Start hier mit neuen Videos für euch. Audero geht hoch auf 78, schon mal nice. Schon wieder fast auf 79, ja gut, nicht übertreiben, aber sehr nice. Pereira auch ganz kleines Stück noch hochgegangen. Das schmeckt doch erstmal fürs Erste. Sehr, sehr nice. Ja, gerne, wie gesagt, täglich einschalten, ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Und dann geht es ab gegen die Elfenbeinküste. Vor wieder ein Leihangebot. Das ist wieder, also das ist jetzt wirklich ohne Scheiß das 15. oder so, ne? Und jedes haben wir angenommen. Und jedes Mal. Dieser Typ. Der kann sich einfach nicht mit irgendeinem Verein einigen, Alter. Ohne Scheiß. Ich weiß nicht warum, Mann, Alter. Der kann sich nicht einigen, ey. Kann er nicht einfach mal akzeptieren, dass er irgendwohin ausgeliehen wird? Ey, das ist doch. Ich verstehe es nicht. Das wäre doch besser für ihn, ey. Ach, keine Ahnung, ey. Trainingsverletzung war noch am Start. Romagnoli hat sich verletzt. Für 3 Tage fällt er aus durch eine Kopfverletzung. Naja, ist jetzt nicht ganz so schlimm. Also, sollte bald wieder fit sein. Fehlt Fehlt allerdings gegen die Elfenbeinküste jetzt. So werden wir, glaube ich, erstmal nochmal spielen. Ferrari im letzten Spiel 3 Tore gemacht in der letzten Folge. Deswegen wird er weiter spielen. Lasst gerne noch, wie immer Bock habt. Jetzt bin ich hier völlig raus. Checkt wie immer noch gerne. Das wollte ich sagen. Meinen Shop aus, wenn ihr Bock habt. So rum. Nice Designs, ja. Zack. In schwarz und weiß als T-Shirt, als Pullover. In diesem Design hier gibt es das Ganze so natürlich wie immer auch. In schwarz und weiß. Als T-Shirt, als Pullover, orange, blau, grün. Check it out. Die 4 Camouflage-Farben. Gerne abchecken. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice LED-Lampe gibt es noch. Ja. Handyhüllen in 4 Farben. Ihr wisst es. Orange, blau, rot und grün. Gibt es auch noch. Also gerne abchecken. Ja. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch noch dazu zu eurer Bestellung. Yep. Also wer Lust hat, gerne, gerne abchecken. Und dann geht's ab gegen die Elfenbeinküste. Wir simulieren das Ganze, Leute. 2-0 zuletzt gegen Neuseeland gewonnen, 2-1 gegen die USA gewonnen und dann 2-0 gegen Südafrika verloren. Ein WTF, Mann. Na gut, wir schauen uns mal die Mannschaft an. Ja, Rogani mit dem 1-0. Frühes Ding in der 11. Minute. Ey, Kessie haben die, der ja bei uns unter Vertrag steht. Der haben wir momentan ausgeliehen. An wen haben wir den überhaupt nochmal verliehen? Boah, ist eine gute Frage, Mann. An wen haben wir Kessie nochmal ausgeliehen? Ich weiß es nicht. Aber sonst, Cornet ist auch nicht schlecht. Jabamon ist auch ganz gut. Oh, ein paar gute. Touré ist das. Ja, ja, Touré mit der 33. Ich glaube schon. Sitzt noch auf der Bank zumindest. Läuft, man. Oh, hier haben die auch noch. Ein paar gute Spieler haben die eigentlich, ne? Die Elfenbeinküste. Keen, by the way, oder Ken mit dem 2-0. Und dabei bleibt es auch. 2-0 gewonnen. Das heißt, beide Länderspiele gewonnen. Gegen die Elfenbeinküste und gegen Dänemark. In der letzten Folge hatten wir 4-0, glaube ich, gewonnen, ne? Ich meine, 4-0 war das. Dreierpack vom Ferrari. Och ne, nächste war ja Laie abgelehnt, war klar. Nächste Verletzung ist am Start. Wir verunsichern Bologna erstmal. Bentancur hat sich verletzt. Prellung in der Wade, 2 Tage. Wäre die klassische Verletzung in der Länderspielpause, ne? Unfassbar, Mann. Gott sei Dank Glück gehabt, nur 2 Tage. Und noch einer. Kai Havertz auch noch. Ey, das kann doch nicht wahr sein. 2 Verletzungen, überdehntes Knie, fällt für 7 Tage aus. Ey, 2 Verletzungen in dieser Länderspielpause. Naja, gut, müssen wir hinnehmen leider, aber gut. Also Havertz spielt ja mehr oder... Ja, okay, die beiden, ne? Ist immer so, Rodrigo, Havertz sind ja beide jetzt nicht in der Stammformation. Also von daher, naja, passt es eigentlich einigermaßen. Argentinien besiegt Rivalen. Warum haben... Was ist das für ein Fail? Die haben beide eine Kapitänsbinde an. Habt ihr es gesehen? Dybala und Argentinien... Dybala und Argentinien, ja, wahrscheinlich Dybala und Argentinien. Dybala und Messi, beide mit der Kapitänsbinde. Warum hat Dybala überhaupt die Nummer 10? WTF, Digga. Und Messi Nummer 11. Ganz, ganz komisch auch wieder. Und beide einfach eiskalt eine Kapitänsbinde an. Also das ist mal wieder Karriere-Fail auf einem ganz hohen Niveau. Oh, wir müssen den Vertrag verlängern. Schon wieder? Das haben wir letztens gefühlt erst verlängert gehabt. Ich weiß es nicht. Aber gut, wir werden den Vertrag natürlich verlängern hier.
Und zwar, Weltmeisterschaft wollen die Halbfinale sehen. Das heißt, Weltmeisterschaft steht jetzt bald an, müssen wir uns ins Halbfinale packen. Bei der Europameisterschaft wollen die sogar ins Finale das Ganze schaffen. Ja gut. Wir werden das Ganze natürlich annehmen, denn jetzt kurz vor so einer WM wollen wir natürlich jetzt nicht absagen. Stell dir mal vor, ey. Wir verlängern jetzt nicht, kriegen wir keinen anderen Posten mehr. Ja, stehen wir bei der WM oder, pass auf, unterschreiben wir irgendwie. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt abgesagt, hätten bei irgendeiner anderen Mannschaft unterschrieben für die WM und dann irgendwie festgestellt, ja scheiße, haben sich gar nicht qualifiziert für die WM. Ja gut, das wäre nicht so optimal gewesen, deswegen bleiben wir hier lieber bei Italien, denn wir haben noch eine Mission. Wir wollen noch diesen Titel holen. Wir wollen die Weltmeistertrophäe noch klar machen. Pereira, nächste Laie, werden wir natürlich wieder annehmen, wird er eh wieder ablehnen, ist ja klar. Aber gut, wir können ja nichts machen. Wir müssen ja weiter durchziehen und weiterhin die Laien annehmen, weil mehr bleibt uns ja leider auch nicht übrig, muss man ja dazu sagen. Naja, so, ab geht es ins nächste Spiel. Ich würde sagen, ich glaube, zwei Tage später ging es schon wieder gegen Kiew in der Champions League ran. Wir sollten den Fokus natürlich jetzt ein bisschen schon auf die Champions League setzen. Havertz fehlt jetzt natürlich, denn wir haben das Spiel gegen Real verloren. Dann kommt der Alessandro erstmal rein. Da kommt der Sancho auf die Seite, weil, wie gesagt, dann würde ich sagen, machen wir es lieber so, dass wir hier jetzt mit der B11 spielen und dann in der Champions League wieder mit der Bestbesetzung spielen. Weil auch gegen Kiew, okay, sollte natürlich auch mit der B11 möglich sein vom Ding her. Aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass wir jetzt gegen Real Madrid verloren haben, unentschieden wäre besser gewesen in der letzten Folge, müssen wir natürlich schauen. Da können wir uns jetzt quasi keine Punktverluste gegen die anderen mehr erlauben, gegen die vermeintlich schlechteren Gegner. Von daher, wenn wir das Ganze jetzt mal so angehen hier. Germain verschießt in der 10. Minute den entscheidenden Elfmeter zum möglichen 1:0. War mal bei PSG, der Germain. Zuletzt bei Monaco gewesen und noch irgendwo anders in der Liga A. Wo der jetzt momentan ist, also in echt, weiß ich nicht. Dann übrigens Dybala mit dem Elfmeter zum 2:0. Zeigt dem Germain, wie man Elfmeter schießt. Romagnoli, by the way, noch in der 12. mit dem 1:0. Bentancur bringt die Entscheidung in der 65. 3:0. Und dabei bleibt es auch. Sehr, sehr nice. Also hätte anders laufen können, ne? Wenn Germain das Ding gemacht hätte und man hier 1:0 Rückstand geriet, dann, naja, kann das Ganze auf jeden Fall noch ein bisschen anders laufen. Aber gut für uns. Ich meine, ich will mich beschweren, kann man sich der eher weniger. Von daher alles in Ordnung. So, ab geht es. Wir, zack, gehen in die nächste Trainingseinheit. Ab geht's. Oh, 3 Stück haben eine A trainiert. Haben sich sogar auch verbessert. Alle haben sich verbessert, außer Bruno. Bruno hat eine 6 trainiert. Und sich auch kein einziges Stück verbessert. Grüße gehen raus an meine Webcam, die sich gerade aufgegangen hat. Ehren-Webcam, da sind wir wieder live auf Sendung. Perfekt. So, Real Madrid mit 6 Punkten, ihr seht das. Dynamo Kiew mit 1 Punkt. Oh, die haben natürlich gegen Anderlecht unentschieden gespielt. Aber das war natürlich auch eigentlich das Bitterste, was hätte passieren können, ne? Das sieht dann natürlich so, wir gehen jetzt hier mit der... Oh, Umtiti ist rot gesperrt. Na toll, hätte ich das gewusst, hätten wir Umtiti eben spielen lassen können. Aber naja, hat auch so gereicht für ein 13:0. Also von daher, zack. Was machen wir jetzt? Entweder Romagnoli oder De Ligt. Ich glaube, Romagnoli kriegt den Bot. 92 Stärke. Komm, wir geben mal De Ligt die Chance, weil Romagnoli hat letztes Spiel gespielt, obwohl De Ligt auch, ne? Ah, komm. Dann gehen wir Romagnoli. Ah, komm. Romagnoli kriegt die Chance. Ach komm, was soll's. Also das war natürlich das Ungünstigste jetzt überhaupt für Anderlecht und auch für Dynamo Kiew, dass die beiden unentschieden gespielt haben. Haben sie jetzt beide die Punkte sozusagen weggenommen, ne? Also, naja. Das bringt die beiden auch nicht weiter, weil, wie gesagt, es geht im Endeffekt darum, natürlich hier, okay, ich denke mal, die beiden, Kiew und Anderlecht, werden wahrscheinlich eh nur um den Europa-League-Platz, um Platz 3 streiten, würde ich jetzt mal schätzen. Aber das war natürlich, wie gesagt, nicht ganz so optimal. Ich warte ja immer noch auf die erste Saison, wo wir mal Dritter werden. Dybala mit dem 1:0, warum kriegen wir eigentlich so viele Elfmeter momentan? Ich warte immer noch auf die Saison, wo wir das erste Mal in der Europa League landen. Ja, wo wir vielleicht in der Gruppenphase der Champions League Dritter werden und dann in der Europa League landen. Da warte ich irgendwie die ganze Zeit drauf, aber ja, irgendwie kommt dieser Tag bzw. diese Saison irgendwie nicht. Der Mbappé, by the way, mit dem 2:255. Russin macht das Ganze nochmal knapp oder spannend. Es bleibt allerdings beim 2:1 nach 90 Minuten. AC Mailand gewinnt 5:1 gegen Kopenhagen und Real hat 3:0 gegen Anderlecht gewonnen, beziehungsweise Arsenal 15 gewonnen gegen Standard Lüttich, beziehungsweise so stand es zuletzt beim 3:0 gegen Anderlecht. Ich weiß nicht, ob es dabei geblieben ist. AC Mailand gewinnt 5:1 gegen Kopenhagen. Ey, 5:1, ich meine Kopenhagen, okay, aber 5:1 in der Champions League gewinnen musst du auch erstmal machen. Und dann haben wir in der letzten Folge ja gesehen, nach 7 Spielen in der Liga 6 Unentschieden gehabt am Anfang. Ich weiß nicht, wie es jetzt momentan läuft,
Aber der Saisonstart in der Liga war absolut katastrophal. Aber wirklich ganz, ganz Katastrophe. Leihangebot für Pereira. Das 300. Naja, wir werden es mal wieder annehmen. Was bleibt uns auch anders übrig? Was bleibt uns schon noch anderes übrig, Leute, ne? Deswegen nehmen wir das Ganze erstmal an. Und dann geht es ins nächste Spiel, was das Empoli, ne? Mal ab geht es gegen den FC Empoli. Zack. Chiesa mittlerweile auf Platz 1 mit 6 Toren. Ach, dieser Pucciarelli, der spielt hier bei Empoli. Okay, ja, das wird jetzt eine interessante Sache. Auf welchem Platz stehen die denn? Wir schauen mal ganz kurz. Aber gut stehen die auch nicht, ne? Ah doch, Platz... Ah, okay, was heißt gut? Platz 13, Inter, wo ist ein AC? AC Mailand 17. 8 Spiele, 6 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ach du Scheiße, Mann. Und Hellas Verona, 8 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen. 1 Punkt nach 8 Spielen. Ja gut, läuft auch nicht so unbedingt. Aber was soll's. So, wir gehen ab, zack, mit Bestbesetzung. Komm. Mit Bestbesetzung gegen den FC Empoli sollte, denke ich mal, machbar sein. Oder zuletzt 2 Niederlagen. Dann knapp mit 1-0 gegen Sassuolo Calcio gewonnen. Also ich glaube, die Tore von Pucciarelli, die lassen auch langsam nach. Ich glaube, der hatte auch noch 3 oder 4 Spielen schon 5 Tore. Oder 4 oder wie viel? 5? Ich glaube 5. Und seitdem hat er auch keinen mehr gemacht. Also die Tore am Anfang kurz gehalten. Romagnoli haben die auch. Oh, scheiße, da macht er sogar noch einen. Alter, das war wieder Karma, was ich gerade gesagt hatte. 1-0 durch Pucciarelli, aber Dybala mit dem Anschluss, beziehungsweise mit dem Ausgleich 2 Minuten später. Und dann knapp 11 Minuten später, nach der Halbzeit, der 52. dreht Dybala das Ganze. Und Dybala kommt auch langsam in den Fall. Also Neymar, Dybala und Mbappé, die sind richtig gut drauf, ne? Läuft auf jeden Fall. 2-1 gewonnen, das war's dann. Auch soweit von der heutigen Folge, Leute. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir mal gerne ein Like da. Lasst mir mal gerne ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und gerne täglich einschalten. Checkt auch gerne meinen Shop aus. Ja, Nice Designs in Schwarz, in Weiß, als T-Shirt, als Pullover. Erhält ich das Ganze so. Gibt es das Ganze auch noch in Schwarz, in Weiß, als T-Shirt, als Pullover. Orange, Blau und Grün. Die 4 Camouflagefarben. Checkt es gerne aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel haben wir auch noch im Start. Nice LED-Lampe gibt es auch. Und Handyhüllen in 4 Farben. In den 4 Farben, Orange, Blau und Grün, gibt es das Ganze auch noch. Und nicht zu vergessen, gratis Autogrammkarte, ja, gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Also, wenn ihr Lust habt, könnt ihr es mal gerne abchecken. Ich danke euch für euren Support und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Lust habt. Morgen, wann auch immer, ich habe keine Ahnung, haut rein und ciao.